Hey, da ist der Haro. Wunderschönen guten Morgen. Der alte Mann mit dem langen Bart, der glaubt, er weiß, wie man mit Border Collies umgeht. Dazu muss ich sagen, es gibt so viele Philosophien und jeder macht seine eigenen Erfahrungen. Und ich bin der Meinung, dass viele Wege die richtigen sind oder sein können und sicher nicht nur die eine Meinung oder die eine Erfahrung ist die in Stein gemeißelte Wahrheit, wie man mit einem Hund, einem Border Collie tut und unterwegs ist. Ich bin jetzt mit der Suki unterwegs. Wir sind alleine unterwegs. Die Suki ist jetzt viereinhalb Monate und ich habe das in dem anderen Video schon gezeigt, dass ich mit zwei Hunden unterwegs bin, wo sich die Suki am älteren Hund orientiert. Und ganz wichtig sind auch die Einzelspaziergänge, in denen die Suki lernt, sich am Menschen zu orientieren, wo wir eine Verbindung, ich spreche noch gar nicht von der Bindung, eine Verbindung einfach aufbauen, wenn wir unterwegs sind. Und das ist eben der beste Weg, das über strukturierte Spaziergänge zu machen. Und ja, also wir sind jetzt da unterwegs. Mir geht es nicht um die Führung an der Führleine bei so einem jungen Hund, sondern mir geht es, wie gesagt, um die Verbindung. Ist das Ziel, das Endziel mit der Suki ist ähnlich wie beim Nick oder eigentlich das gleiche Ziel wie beim Nick, dass wir in Verbindung sind, immer in Verbindung sind, den Hund, also die Suki, überall hin mitnehmen können, im Freilauf unterwegs sein können, was aber nicht heißt, dass der Hund unkontrolliert tut, was er will, sondern dass er bei mir ist, dass er die Bindung hat und dass er, dass wir im Prinzip aufeinander uns verlassen können. Und das probiere ich eben mit der Suki Step by Step aufzubauen, wirklich langsam. Ich stelle immer wieder fest oder erkenne immer wieder, dass ich den Fehler mache, dass ich zu schnell vorgehe, dass ich zu viel will, dass ich zu viele Endergebnisse will, zu viel an den Endergebnissen schon trainiere. Und deswegen ist für mich sehr wichtig, dass ich dem Ganzen Zeit gebe. Wenn wir jetzt so unterwegs sind, ist immer die Schleppleine dran am Hund. Das ist einfach die letzte Versicherung. Aber ich bin eben, wie gesagt, so unterwegs, dass wir nahezu nur mit Schleppleine unterwegs sind. Und ja, wie funktioniert das jetzt bei mir? Ich habe immer mein Zergelspiel dabei, was für die Suki eine Top-Belohnung ist. Ich brauche keine Futterbelohnung, obwohl es nicht schlecht ist, abzuwechseln. Futterbelohnung, Zergelspiel und reines Lob und körperliche Nähe, damit ich nicht so berechenbar bin für den Hund. Ja. Wir trainieren, schalte nochmal um, was sie tut. Wir trainieren, am Weg zu bleiben grundsätzlich. Das heißt, ich schaue, dass sie gar nicht sich angewöhnt, in den Feldern, in den Wiesen herumzulaufen, dass sie mir folgt in meiner Bewegungsrichtung und dass wir eine Verbindung aufbauen. Das heißt, sobald sie Blickkontakt zu mir wirft, dann wird schon gespielt oder wird belohnt. Ja? Jetzt zum Beispiel, ja super Mädchen! Tick, tick, yeah! Yeah. Yeah, genug, frei. Das läuft schon ganz gut. Und dann habe ich auch mit dem Video gezeigt, zwei Hunde zu führen. Wichtig ist für mich das Stoppkommando, dass das funktioniert. Und ja, vielleicht kann ich das jetzt gleich einmal zeigen. Stopp! Super, take! Yeah. Genug, frei. Stop! Down! Yeah, come on! Super, super! Yeah! Yeah! Genug! Ja, und das waren jetzt eigentlich schon zwei Dinge. Stoppkommando belohnen, auf die Distanz, down. Ganz super, dass das schon funktioniert. Ist noch gar nicht meine Erwartung, aber natürlich, ich freue mich sehr, dass es schon funktioniert. Ja, so schaut es aus. Wie gesagt, Einzeltraining ganz wichtig, auch wenn man zwei Hunde hat.
um die Verbindung herzustellen. In Folge, wenn das immer wieder wiederholt wird, stellen wir die Bindung her. Die wird immer stärker. So, jetzt ist sie da vorne auf der Wiese. Gefällt mir nicht. Wir sind in Verbindung. Sieht man gut. Jetzt rufen sie. Zu mir! Yeah! Zack. Fokus zu mir. Sobald er zu mir schaut. Ja, jetzt wird es langsam. Ja, tick. Good girly, good girly. Nicht ziehen dran, locker lassen. Genug. Yeah. Super Zug. Jetzt machen wir ein Selfie von uns beiden. Yeah. Gute Maus. Noch ein kleiner Tipp zum Zergelseil, zum Spielzeug. Das sollte man so probieren aufzubauen, dass man es ganz entspannt in seiner Hand halten kann, ohne dass der Hund ständig das Zergelseil packen will und spielen will. Das heißt, ich muss in der Lage sein, dass ich es wirklich neben mir runterhängen lasse. Ich schalte mal die Kamera um. Dass es da unten hängt, der Hund wird es wahrnehmen. Er darf es aber nicht nehmen. Und je ruhiger ich das jetzt führe, desto klarer ist er für den Hund, dass es jetzt nicht eine Aufforderung ist zu spielen. Wenn ich es wegziehen würde, wenn er gerade irgendwie in die Verlegenheit kommt oder sich fragt, ob er es packen soll, in dem Moment, wo ich es wegziehe, wird er wieder anpacken. Ja? Das heißt, ich kann das ganz entspannt führen so. Sie ist sehr interessiert daran. Sie wartet im Prinzip auf eine Aufforderung. Und das werden wir jetzt auch machen. Sie legt sich sogar hin. Und wir sagen ihr, take. Yeah, super. Super Zug. Genug. Und ich lasse das unten frei. Gebe den Hund wieder frei. Zergelseil ist unten. Ein kleiner Tipp. Ja, und jetzt waren wir unterwegs und das war natürlich für die kleine Suki sehr aufregend. Und jetzt nutzen wir die Gelegenheit, um ihre Entspannung zu lernen. Das mache ich auf jeden Fall einmal so, dass ich sie da unten berühre und dass wir ganz ruhig miteinander kuscheln. Meine Stimme wird ruhig, dass wir sie beruhigen, die Maus, gell? Ruhig. Und jetzt ist wirklich Ruhe angesagt dann zu Hause, damit sie nicht in diesem Adrenalin-Modus bleibt, weil so ein Spaziergang ist sehr aufregend für so einen kleinen Hund wie die Suki und gerade bei den Border Collies ist ja anzunehmen oder wissen wir, dass das Lernen der Ruhe ganz wichtig ist, gerade nach aufregender Aktivität. Und da muss man auch wirklich den Fokus drauf legen, dass man das bewusst im Nachgang dann gleich dem Welpen beibringt. Das ist schön, sie setzt sich jetzt auch her. Sie wird ruhiger. Wir starten in den Vormittag. Die Suki hat schon gearbeitet und ich gehe jetzt arbeiten. Okay, Mädchen. Ja.